Noch einmal ganz herzlich willkommen zu unserem Workshop hier im Rahmen des Polizeikongresses NRW. Bei uns geht es um das Thema Cybercrime, Lage und Instrumente von Strafverfolgung und Prävention. Es ist großartig, dass wir diesen Polizeikongress haben. Es ist großartig, dass wir dieses Thema haben. Verena Schäffer hat es heute Mittag hier in ihrer Anmoderation berichtet, dass die grünen Polizeikongresse schon eine längere Geschichte haben. Ich erinnere mich noch gut an den ersten grünen Polizeikongress 2011 von Jan-Philipp Albrecht in Hamburg organisiert, in der Uni damals. Und das war ein nicht besonders großer Hörsaal, wo dieser Kongress dann drin stattfand, die Auftaktveranstaltung zumindest. Und es war ein nicht besonders gut gefüllter, nicht besonders großer Hörsaal. Heute sind wir bei diesem Kongress 250 Menschen, die sich angemeldet haben. Und das zeigt, dass auch in der Grünen Partei dieses wichtige und schöne und spannende Thema Innenpolitik endlich den Stellenwert erreicht hat, den es verdient und den sie verdient. Also schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind und hier bei unserem Kongress mitmachen und mitdiskutieren für ein zukunftsfähiges NRW und eine zukunftsfähige Innenpolitik für unser Land. Mein Name ist Martin Bolte-Richter. Ich bin in der Grünen-Fraktion zuständig für Digitalisierung, Innovation, Wissenschaft und Datenschutz. Habe eben schon im Vorgespräch mit unserem Referenten berichtet, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr im Innenausschuss des Landtags bin, aber davor eine ziemlich lange Zeit war und deswegen immer noch im Herzen auch Innenpolitiker und insofern ganz besonders froh gewesen, dass ich hier bei diesem Workshop, der dieses Herzensthema und mein anderes Herzensthema, die Digitalisierung, so wunderbar zusammenbringt, heute moderieren darf. So, bevor ich damit aber anfange, darf ich noch ein paar technische Hinweise geben, nämlich, das habt ihr jetzt schon mehrfach gehört, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Anschluss veröffentlicht. Die ZuschauerInnen sind dabei nicht zu sehen, sondern nur wir, beziehungsweise diejenigen, die sich, wenn sie das möchten, dann hier auch per Video zuschalten. Jedenfalls, wenn das geht. In der ersten Panelphase hat es nicht funktioniert. Das war dann eine ganz besondere Form von technischem Datenschutz. Die Beiträge aus dem Frage- und Antwort-Tool und im Chat werden auch nicht protokolliert für die Fassung, die veröffentlicht wird, sondern sie werden hier halt vorgelesen, aber auch das natürlich dann anonymisiert. Wenn ihr Wortmeldungen habt, dann habt ihr dafür ein Handheben-Symbol. Wenn ihr dann möchtet, werdet ihr per Audio oder auch per Video zugeschaltet. Wenn ihr nicht möchtet, können Fragen über das Frage- und Antwort-Tool gestellt werden. Und überhaupt sollten Fragen nur über das Frage-Antwort-Tool gestellt werden, nicht über den Chat. Wenn ihr über den Chat Diskussionsbeiträge leisten möchtet, könnt ihr das aber auch tun. Dann solltet ihr aufpassen, dass die Adressatinnenoption Diskussionsteilnehmer und Zuschauer gewählt ist. So, das soweit nochmal zu Zoom-Webinar, was ja auch nochmal ein bisschen anders ist als das normale Zoom. Bei technischen Fragen und Problemen hilft Christian, der entweder es schon getan hat oder es gleich tut, seine Kontaktdaten in den Chat postet. Und wenn wir hier mit dem Panel durch sind, dann geht es nochmal zurück in das Hauptwebinar. Dafür müsst ihr dann einfach den Link benutzen, mit dem ihr euch angemeldet habt. Es gibt dann zum Abschluss noch ein Abschlusspodium mit Irene Mihalic, mit Michael Früchtt, dem ehemaligen Direktor des Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, kurz LAFP, und mit Philipp Krüger von Amnesty International. Da erinnere ich euch dann am Ende auch nochmal dran, das so sein wird. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an Christian für den technischen Support und die Vorbereitung, wenn ihr zuhört. So, jetzt habe ich lange genug organisatorische Hinweise gegeben, dass auch alle sich hier einwählen konnten. Ich würde ganz kurz ein bisschen einführen darin, was wir uns eigentlich überlegt haben, warum das wichtig ist, heute über das Thema
Cybercrime zu sprechen und es auch zu beleuchten. Wir haben es eigentlich schon in fast allen Diskussionsbeiträgen, jedenfalls die ich heute gehört habe, auch erfahren, dass es gerade innerhalb der Polizei sehr stark diskutiert wird, wie wir auch im digitalen Raum für öffentliche Sicherheit sorgen können. Wir nehmen immer wieder die Schlagzeilen wahr von Angriffen auf Unternehmen, auf kritische Infrastrukturen. Es gibt sie regelmäßig. Wir hatten hier in NRW schon größere Fälle von Krankenhäusern, die getroffen wurden. Wir hatten größere Fälle von Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Wir haben auch kürzlich erst wieder Fälle gehabt, wo auch in Nordrhein-Westfalen Stadtverwaltungen betroffen waren. Witten beispielsweise hatte Verena Schäfer ja vorhin angesprochen, als ihre Heimatstadt, die ja vor wenigen Wochen sehr stark betroffen waren, als auch deutschlandweit Stadtverwaltungen von einem größeren Angriff erwischt wurden. Gerade gestern dann eine große Handelskette mit Mediamarkt Saturn. Das ist ja dann auch eine wichtige gesellschaftliche Infrastruktur, vielleicht noch nicht bei Elektronikmärkten, aber wenn man sich das Ganze für eine große Kette des Lebensmittelhandels vorstellt, dann kann es sehr schnell sehr, sehr schwierig werden. Wir sehen eine große Vielfalt. Wir sehen Kleinkriminelle, wir sehen hochorganisierte Verbrecherbanden, wir sehen auch staatlich koordinierte Angriffe mit verschiedenen Täterprofilen. Wir sehen verschiedene Angriffsmethoden und verschiedene Bedrohungslagen, die alle dazu führen, dass die öffentlichen Infrastrukturen bedroht sind, dass es massive gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden gibt durch diesen Phänomenbereich, über den wir heute sprechen wollen. Ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. 2019 wurden in NRW 20.200 etwa Cybercrime-Fälle gemeldet. Das war eine Steigerung von 2%. Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen verringerte sich in dem Berichtszeitraum um 8% und die Aufklärungsquote fiel unter 30%. Das sind sicherlich Zahlen, über die wir heute auch noch mal sprechen werden. Die gesellschaftlichen Schäden sind enorm, gerade wenn wir über kritische Infrastrukturen sprechen, die wirtschaftlichen Schäden auch. Wir haben, es gab jetzt kürzlich erst veröffentlicht eine repräsentative Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, wo berichtet wurde, dass für 2020 die Unternehmen, die dort befragt wurden, angegeben haben, dass es durch Cyberangriffe Schäden in Höhe von 223,5 Milliarden Euro gab, durch Datendiebstahl, Industriespionage, Sabotage 120 Milliarden mehr als im Vorjahr. Massive Wachstumsrate bei diesen finanziellen Schäden mit einem, das war ja fast eine Verdoppelung gegenüber dem, oder eine deutliche, ja doch fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Das heißt also, wir haben da gerade, wir haben nicht gerade ein Problem, sondern wir haben schon länger ein Problem, aber wir haben ein Problem, das sich über die letzte Zeit massiv zugespitzt hat. Und darüber wollen wir mit unseren Gästen sprechen, wollen wir mit unseren Teilnehmenden sprechen, wie die Gefahren reduziert werden können, wie wir besser aufklären können, wie wir besser verfolgen können. Und das Ganze natürlich in der richtigen Balance mit Bürger- und Freiheitsrechten und dafür unseren Beitrag leisten, wie wir die digitale Transformation gestalten können, eben auch sicher gestalten können. Wir werden jetzt gleich zwei Inputs hören. Der erste kommt von Hans-Josef Lemper. Er ist Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums beim LKA NRW. Das wurde 2011 gegründet. Es beinhaltet Ermittlungskommissionen für herausragende Verfahren, Expertise für Computerforensik. Es werden Aufgaben wie Telekommunikationsüberwachung dort zentralisiert. Es gibt die zentrale Internetrecherche dort. Sie werden uns sicherlich gleich auch noch ein bisschen berichten, was Sie eigentlich alles bei sich im Kompetenzzentrum gebündelt haben. Ich finde, es ist eine hochinteressante Struktur,
weil dort eben integriert die konkrete Ermittlungsarbeit stattfindet, aber auch die Entwicklung für neue Verfahren und Methoden vorangetrieben wird, also auch nach vorne einfach über den Tag hinaus gearbeitet wird. Und sicherlich eine sehr, sehr spannende Struktur, in die Sie uns, wo Sie uns einfach auch in Ihrer Arbeit heute sicherlich ein Stück weit mitnehmen werden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Und im Anschluss würden wir dann einen Input hören von Manuel Artuk. Er ist Diplom-Informatiker und hat ein Studium in Applied IT Security an der Ruhr-Universität Bochum. Seit vielen Jahren in der Informationssicherheit tätig und berät und begleitet Unternehmen bei der Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen, arbeitet mit am IT-Grundschutz, an IT-Grundschutzbausteinen des BSI. Und wir kennen uns aus dem Kontext der kritischen Infrastrukturen, weil du mit einer der Initiatoren und eines der Gesichter der AG Kritis bist, einer zivilgesellschaftlichen Initiative zum Schutz der kritischen Infrastruktur vor digitalen Angriffen. Und auch dir ein ganz herzliches Willkommen. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt einsteigen, Herr Lemper, mit Ihnen, wie wir das besprochen hatten, mit Ihrem Input. Ich freue mich sehr. Ja, Bolte, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Eigentlich hätten Sie den Input schon fortsetzen können, denn Sie sind sehr gut informiert, gut vorbereitet. Das freut mich sehr, dass das Thema schon so weit in der Politik auch angekommen ist, weil das genau ist das, was wir brauchen. Wir haben hier ein Thema vor uns, wo wir mittlerweile zur Einschätzung kommen, dass das eine der größten Gefährdungssituationen ist, die wir im Moment überhaupt haben für unsere Gesellschaft, für die gesamte Stabilität in unserem System, sowohl politisch, gesellschaftlich insgesamt, als auch wirtschaftlich. Sie haben das eben schon angesprochen. Das geht nahezu ungehemmt vonstatten mit riesigen Schäden, riesigen Einbußen an Funktionen und Funktionalitäten. Das ist frappierend, das ist aus meiner Sicht wirklich erschreckend und verlangt absolut dringend, sich um dieses Thema zu kümmern, das in dem politischen Raum ganz breit zu diskutieren und dann tatsächlich auch zu den richtigen Schlüssen zu kommen und auch zu agieren. Sie haben eben kurz meine Abteilung hier angesprochen. Ja, das ist extrem abwechslungsreich, was wir haben. Wir haben zwei Dezernate, die sich ausschließlich rund um den digitalen Raum und Ermittlungen kümmern. Das ist zum einen ein Bereich, in dem die Ermittlungskommissionen angesiedelt sind. Hier im LKA unterhalten wir drei Ermittlungskommissionen für den Bereich herausragender Cybercrime-Delikte. Daneben haben wir ein Sachgebiet für forensische Arbeiten. Die beiden Dienststellen sitzen nicht nur nebeneinander bei uns im Haus, sondern die arbeiten auch Hand in Hand, wenn wir größere Lagen haben. Sie haben eben die Uniklinik in Düsseldorf mit angesprochen. Funke Medien in Essen hatten Sie nicht angesprochen, ist aber genauso ja durch die Presse gegangen. Dann sind das die Dienststellen, die schnellstmöglich vor Ort fahren, Stantepede aufbrechen und vor Ort versuchen, so nah wie möglich an Täter durch Sicherung der Schadsoftware, durch dann anschließende Analysen heranzukommen. Und das immer, auch ein ganz wesentlicher Aspekt, vor dem Hintergrund auch der Schutz der Unternehmen, um die es geht, A, was so eine öffentliche Wirkung angeht, B, aber auch was die Funktionalitäten angeht. Das ist ein Miteinander, weil wir natürlich nicht vor Ort die Lage für die Unternehmen, die eh schon dramatisch genug ist an dieser Stelle, verschlimmern und verschlechtern wollen. Die Forensiker haben natürlich daneben auch weitere Alltagsaufgaben. Neben den analytischen Fragen, die ich habe, geht es da auch um die Bearbeitung der Massendaten, die bei uns anfallen, der Asservate, um die Arbeit mit verschlüsselten Datenträgern. Wir kennen das Thema Kinderpornografie. Ist auch ein Dezernat, das hier in meiner Abteilung verortet ist, mit einem enormen Aufwuchs an Arbeit. Die Zahlen, das darf ich verraten, werden sich in diesem Jahr ziemlich sicher mindestens wieder verdoppeln.
Da fallen aus der Warte an in einem Riesenumfang. Und insofern ist das nötig, die erstmal zu entschlüsseln, damit man sie dann anschließend verarbeiten kann. Für diesen Verarbeitungsprozess haben wir in einem Dezernat eine extrem intensiv ausgearbeitete Automatisierung geschaffen mittlerweile. Ich glaube, das ist deutschlandweit einzigartig, wie wir das machen, da in einem kollaborativen System, auch mit allen Kreispolizeibehörden, extrem wichtig. Wir haben eben gesprochen davon, Innovationen auch zu treiben. Bei mir ist auch angesiedelt ein Teildezernat zur IT-Entwicklung, Marktforschung, Testung, mittlerweile leistungsstark mit etwa 20 Wissenschaftlern, ganz wenigen Polizisten dabei, wird auch von einem Wissenschaftler geleitet. Da haben wir eine Menge an Entwicklungen. Auch zum Beispiel zum Thema KI, das ist auch ein Anliegen an die Politik, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch um da vernünftige Rechtsrahmen zu schaffen. Denn KI ist ja ein Werkzeug, mit dem man sehr, sehr viel schaffen kann, aber eben auch immer wieder sehen muss, wo sucht man seine eigenen Grenzen und die rechtlichen Rahmenbedingungen, um das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich auch die Bürgerinteressen im Detail zu wahren und eben nicht zu übertreiben im Hinblick auf Einschränkungen von Rechten. Die sollen nämlich ganz genau nicht beschnitten werden, wenn es nicht absolut unumgänglich ist. Wir haben, um ins Thema zu kommen, also wir haben eben noch angesprochen, die TKÜ-Dienststelle ist ein eigenes Dezernat, das wir hier haben. Und wir haben daneben noch zwei Sachgebiete für OSINT-Recherchen, unter anderem im Bereich Kinderpornografie unterwegs. Cyber-Grooming ist vielleicht ein Begriff, den Sie schon mal gehört haben. Ist absolut erschreckend, sich das anzuschauen, wenn Chats gestartet werden in vermeintlichen Kinderforen. Und wie schnell Kinder, 9-Jährige, 10-, 11-Jährige übelste Angebote bekommen. Wir können gar nicht so schnell Strafanzeigen schreiben, wie sich das Thema entwickelt. Das ist unglaublich, was da an Situationen entsteht und auch an Potenzial in unserer eigenen Gesellschaft ist. Erschreckend. Jetzt wollen wir uns der Schattenseite von Digitalisierung an einer anderen Stelle nähern, nämlich dem Thema Cybercrime. Sie hatten den Schwerpunkt gesetzt, öffentliche Einrichtungen, kritische Infrastrukturen, ein paar Beispiele genannt. Gestartet hat das in der Aufmerksamkeit aus meiner Beobachtung heraus vor gut 5 Jahren in Neuss. Da ist das Lukas-Krankenhaus erstmals als medizinische Einrichtung jedenfalls öffentlich wahrgenommen, stark betroffen gewesen, über Wochen und Monate nicht handlungsfähig, die ersten Millionenschäden, die entstanden sind. Und danach ist das eskaliert nahezu. Die letzten 2 Jahre drastisch gestiegen, auch in der Intensität des Täterhandelns. Wir haben seit gut 2 Jahren eine Eskalation im Bereich der Erpressungssituationen, Ransomware-Einsatz. Das hat sicherlich auch schon jeder mal wahrgenommen in der Öffentlichkeit, diese Berichte dazu und was da passiert. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es treten zum einen Verschlüsselungen ein, die die Täter steuern und damit den gesamten Betrieb zum Erliegen bringen. Produktionsanlagen stehen still in den Krankenhäusern. In Düsseldorf haben wir es wieder erlebt, Notversorgung nicht mehr möglich, Verwaltungen in Witten oder auch ganz stark in Sachsen-Anhalt, auch in dem Landrat Anhalt-Bitterfeld, können nicht mehr arbeiten, über Monate nicht. Die haben gerade diese Woche erst wieder angefangen, mit einem ersten Versuch mal online zu gehen. Keine Leistungszahlungen möglich, das Meldewesen lag brach. Also das sind Totalschäden. Wie beginnt das Ganze? Es gibt eine Reihe von Einfalltoren in die Systeme der Unternehmen, ich sage jetzt mal Unternehmen als Sammelbegriff, die größte Schwachstelle ist der Mensch. Social Engineering funktioniert über Neugierde beispielsweise. Und da ist nachher auch ein großer Ansatz, um sich selbst zu schützen, um damit auch in Zukunft hoffentlich gut voranzukommen in der Digitalisierung, ohne auf einem riesigen Berg von Risiken hängen zu bleiben und dann darunter zu leiden. Also es beginnt häufig damit, dass Schadsoftware eingelagert wird in das IT-Netzwerk, erst unbemerkt sich verbreitet, Zugriff auf Dateien nimmt, auf Funktionen nimmt
sozusagen ausforscht, die Informationen eines Unternehmens. Das sind geschäftliche Situationen, Bilanzdaten, Kundenpatientendaten, aber auch der Bereich von Firmendaten, also die eigentlichen Schätze von Unternehmen, bis die Tätergruppierungen so weit sind, dass sie das für verwertbar halten aus der eigenen Sicht. Wenn die Daten dann zum einen bereitgehalten im Darknet für eine Veröffentlichung, da gibt es Leaking-Seiten, die man von polizeilicher Seite jedenfalls auch beobachten kann, aber die dann auch öffentlich bekannt werden. Und dann erfolgt die eigentliche Verschlüsselung der Daten, sodass überhaupt keine Funktionalitäten oder oft keine Funktionalitäten, manchmal reduzierte Funktionalitäten noch da sind und die Arbeit komplett einstellen und hinterbleibt in aller Regel dann eine Ransom-Note, die Erpressungsgeldzahlungen verlangt, in der Regel in Kryptowährungen, oft ein Stück weit abgestimmt, so auf das Geschäftsvolumen betroffenen Unternehmens. Das geht bis in dreistellige Millionenbereiche. Wir haben zuletzt einen Sachverhalt gehabt, ich werde also über Sachverhalte, die nicht öffentlich sind, natürlich nicht so sprechen können, aber einen Sachverhalt gehabt, wo es dann um eine Viertelmilliarde ging. Kann man sich vorstellen, was Umsätze sind. Das ist frappierend und jeder kann sich auch vorstellen, dass dann, wenn es um Firmengeheimnisse geht, auch das Risiko von Firmenpleiten sehr, sehr nahe liegt. Wir haben vom BSI so eine Einschätzung, dass es im Netz etwa 150 Millionen Malware-Varianten in einem dauerhaften Umlauf geben soll, die sich ständig erneuern, täglich neue Varianten im mehreren Hunderttausender-Bereich bilden. Also das ist eine unendliche Flut von Schadenspotenzial, das unterwegs ist und das nur dann abgewehrt werden kann, wenn auch die Vorsorge, sprich die Sicherheit von Seiten aller betroffenen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen, aber auch natürlich jeder privat, um den Schlenker nicht ganz wegzulassen, auch eingehalten werden. Sie hatten einen kurzen Satz gesagt, Herr Bolte, zur Tätergruppierung. Ich will eigentlich nur auf zwei kurz eingehen. Es gibt tatsächlich rein kriminell gewinnorientierte Gruppen, Großwildjäger auf Deutsch gesagt, Big Game Hunting Groups, so nennen die sich im Sprachgebrauch, die sicherlich weltweit verteilt sind, von denen wir glauben zu wissen über viele, viele Hinweise, dass sie auch staatlich geduldet sind, gerade in totalitären Staaten. Da muss man nicht so weit gucken. Russland zählt da sicherlich dazu. Auch China zählt mit dazu, der Iran, Nordkorea. Da sind dann gleichzeitig aber auch Interessen dabei, staatlich gesteuerter Tätergruppen, manchmal getrennt voneinander, wirtschaftlich orientiert, staatlich gesteuert orientiert, manchmal sind es auch Mischstaatbestände im Bereich Spionage, Sabotage, vor allem aber oft auch Destabilisierung. Und das ist etwas, was Sie eben angesprochen haben, tatsächlich die Riesensorge, die wir haben, dass die Mittel und Möglichkeiten dieser Täter eine nahezu unbegrenzte Gefährdung für uns bedeuten können, für Existenzen im großen Rahmen, im wirtschaftlichen Bereich, aber vor allem auch, was den Versorgungsbereich angeht. Sie haben ja gestern mitbekommen, mal für eine gute Stunde gab es einen großflächigen Ausfall von Notrufnummern in mehreren Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen. Dann gab es über die NINA-App noch eine Warnung, in Köln gäbe es schon kein Wasser mehr. Das war, glaube ich, eine Fehlinterpretation, denn ich weiß, dass es so war. Aber das sorgte sofort für eine erhebliche Unsicherheit. Auch die Fragestellung hier, steckt da ein Angriff dahinter? Die Telekom sagt, nein, technisches Problem, das wissen wir auch inzwischen. Da verlassen wir uns auch drauf. Aber es kann auch andersrum sein. Und dann hat man sofort eine Vorstellung, welche Tragweiten das hat. Die Täter, jedenfalls die Spitzentäter, sind aus unserer Bewertung heraus in der Lage, das zu machen. Herausragend spezialisiert, hochprofessionell, absolut hochleistungsfähig ausgestattet mit der Technik, haben die Möglichkeit, auf nahezu unknackbare Verschlüsselungsalgorithmen und Techniken zuzugreifen, sodass Rückverfolgungen nur sehr selten gelingen. Und gelingen sie mal, dann gibt es dann keine Auslieferungen, dann gibt es keine
Rechtshilfezusammenarbeiten über die Grenzen hinweg, wenn wir uns dann in Richtung der eben genannten Staaten bewegen. Das erschwert auch das Verfolgen von Geldströmen. Ich sagte eben, Kryptowährungen sind häufig das Zahlungsmittel. Wer sich damit mal befasst, der kommt dann schnell zu den Ergebnissen, dass es ein Zahlungsmittel, das über die Wege im Internet so zerstückelt, verteilt, wieder zusammengeführt wird, dass es extrem schwierig ist, dem zu folgen. Wir haben hier angefangen bei uns in Nordrhein-Westfalen, auch die Kriminalhauptstellen. Kurze Erläuterung, was das ist. Das sind vor allem die großen Städte und dann in der zweiten Ebene von Kriminalhauptstellen die weiteren mittelgroßen kreisfreien Städte, die wir haben, die in ihren Präsidien noch besonders ausgestattet sind mit Personal und Technik, auch mit Software ausgestattet, um Kryptowährungsverfolgungen machen zu können, um überhaupt einmal in die Lage versetzt zu werden, da hinterherzukommen, bleibt extrem schwierig. Und zum Schluss, wenn Geld ausgeleitet wird, dann noch schwierig, wieder an die Täter heranzukommen, wenn die sich eben außerhalb unseres Zugriffspreises befinden. Täter arbeiten hochmodern strukturiert, arbeitsteilig, in Auftragssystemen, Affiliate-Systemen. Das Schlagwort Cybercrime as a Service ist mittlerweile, glaube ich, auch rund und bekannt. Die teilen sich Aufgaben, der eine programmiert, der andere schleust ein, der dritte ist dann vorgesehen für die Erpressungsverhandlungen, Finanztransaktionen müssen erfolgen und zum Schluss über Finanzagenten dann auch das Ausleiten. Also in der Summe steckt dort ein Riesenpotenzial an Kompetenz, die leider genau falsch rum genutzt wird, aus deren Sicht sicherlich richtig rum. Die Schäden haben Sie eben aufgezählt, Herr Bolte, und das sind natürlich auch Schäden in erster Linie durch Ausfälle. Aber es sind auch Lösegeldmengen im Umlauf, in der Diskussion, die im dreistelligen Millionenbereich sind. Das ist nahezu unfassbar. Und das ist auch ein großes Problem, dass sich Unternehmen auch darauf einlassen, tatsächlich Lösegeld zu zahlen, in der Hoffnung, die zugesagten Codes und Schlüssel für Entschlüsselung zu bekommen. Das passiert in aller Regel. Das ist aber keine Sicherheit, dass es dann schnell wieder weitergeht und dass alles wiederhergestellt werden kann. Also das ist auch ein Mythos, insofern unsere dringende Empfehlung, da auch von auch die Finger zu lassen. Wie bedeutsam mittlerweile diese Kriminalitätsform eingeschätzt wird, haben Sie vielleicht vor ein paar Wochen verfolgt, als es in den USA große Angriffe gab, die dann den amerikanischen Präsidenten dazu bewogen haben, den russischen Präsidenten zum Gespräch zu bitten, um mit ihm zu verhandeln über das Thema und doch einzuschreiten im eigenen Land. Wir haben gedacht, das hätte Folgen, weil eine Tätergruppe hat sich plötzlich abgemeldet, aber nur um kurz später unter einem anderen Namen wieder aufzutauchen. Also das bedarf, glaube ich, einer deutlich nachhaltigeren Handelns auf der politischen Ebene. Und das ist sicherlich auch etwas, was ich Ihnen mitgeben kann für Regierungsverantwortung, die im Bund ja ansteht für Sie. Und die sie in einzelnen Ländern haben, aber auch in der Unterstützung in der parlamentarischen Arbeit, daran zu denken, dass sie über politisches Wirken in andere Staaten hinein auch eine Möglichkeit bieten können, Erfolg garantiert keiner, bieten können, um da ein Stück weit Einhalt zu bieten. Risiken haben wir vor allem auch deshalb, weil viele, viele der öffentlichen Einrichtungen, der Verwaltungen, auch viele Unternehmen schlicht nicht vorbereitet sind auf solche Angriffe. Das beginnt schon damit, dass überhaupt die Wahrnehmung des Gefährdungspotenzials fehlt. Also wir haben das gemerkt, als jetzt Witten anstand, haben wir natürlich auch wieder versucht, unsere Präventionsmaßnahmen in Richtung Kommunalverwaltungen zu steuern. Man stößt teilweise auf vollkommene Gelassenheit, die sich nicht erklärt und die dann eher damit zu tun hat, dass die Gefahrenpotenziale gar nicht so im Bewusstsein sind. Es fehlt an Investitionen in Sicherheitstechnik. Sicherlich, wir haben viele Klammerhaushalte und dann wird da gespart. Ganz sicher das falsche Ende. In vielen Fällen gibt es keine planmäßige Vorbereitung auf diesen Ernstfall, weder auf dann notwendiges Handeln im Hinblick auf Polizei, auf Service-Dienstleister, die als Incident-Händler helfen können, noch
darauf ausgerichtet, wie kann ich denn dann einen Notbetrieb sicherstellen. Insofern fallen dann viele in ein komplettes Loch und sind absolut hilflos und berappeln sich dann so nach und nach. Also das Gesamtthema Awareness ist aus meiner Sicht auch ein Thema der Politik, das nach vorne zu treiben, aber auch mit Möglichkeiten, so mit Belohnungs- und Sanktionssystemen zu arbeiten, was sicherlich Unterstützung für die Investitionen angeht oder eben auch umgedreht, wer diese Investitionen nicht macht, dann auch andersrum zu reagieren. Herr Artuk wird ja gleich über die Kritisunternehmen sicherlich sehr viel breiter berichten, als ich das hier kann. Da gibt es eine Menge an Vorgaben, die haben. Aber wir müssen auch denken an unsere über 700.000 kleinen mittelständischen Unternehmen, die mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen aufnehmen und deren Resilienz zu steigern, deren Existenzsicherung zu betreiben, ist, glaube ich, in einem hohen Interesse für alle. Also Handlungsnotwendigkeit in den Unternehmen, Managementkonzeptionen für die Sicherheit zu erstellen, um nachhaltig Resilienz zu schaffen, Awareness zu produzieren, ganzheitliche Konzepte und dann immer wieder ganz klar nach vorne gestellt, Schwachstelle Mensch. Der Mensch ist eine der größten Schwachstellen in diesem Gesamtsystem. Man kann so viel investieren in IT, technische IT-Sicherheit, wie man will, wenn dann die Menschen nicht mitgenommen werden, Mitarbeitersensibilisierung, auf die E-Mails achten, die kommen, auch auf scheinbar Bekanntes. Das sind immer wieder die gut getarnten Zugangswege, die dann von der Tätergruppen gefunden werden. Und wenn man dann an Homeoffice-Arbeiten denkt, Netzwerktrennungen, die notwendig sind, da ist nochmal ein zusätzliches Risiko bei dieser insgesamt doch sehr, sehr positiven Entwicklung. Also hier im LKA, in meiner Abteilung, ist der Homeoffice-Anteil sicherlich bei 50% bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir statten sie dafür auch aus, um das zu machen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit. Und ich glaube, das ist auch ein Modell der Zukunft, auch im Zusammenhang mit Vereinbarkeiten der Familie mit dem Beruf. Wichtig für uns ist auch, und das tut eine ganze Menge an Unternehmen nicht, Anzeige zu erstatten. Also ich werde jetzt keine Fallzahlen vortragen, weil wir leben in einem Dunkelfeld, das man ganz, ganz schlecht umrahmen kann. Es ist ein Riesenproblem in dem Zusammenhang auch aus der Situation der Cyberversicherung heraus. Unternehmen sind versichert, informieren, dann kommt ein Inzidenzhändler, den die Versicherungen bestellt haben, der übernimmt für das Unternehmen die weitere Bearbeitung, auch Verhandlungen. Und als Polizei ist es dann schwierig, überhaupt mitgenommen zu werden. Dann gibt es Wege, sich möglicherweise mit Hilfe der Strafprozessordnung Zugang zu verschaffen. Das hilft aber dann nicht. Das Ganze kann nur in Kooperation funktionieren und nicht in einer gegenseitigen Abschottung. Also ein weiteres Problem, das wir haben. Zum Thema... Wenn ich ganz kurz, also sehr gerne noch wichtige Punkte. Ich würde nur gerne so ein bisschen auf die Zeit gucken, dass wir gleich noch den Input von Manuel Artuk auch haben und dann nicht und danach auch noch eine Diskussion. Aber ich fand, das waren jetzt wichtige Punkte, die Sie auch angesprochen haben, natürlich. Gut, dann mache ich ganz kurz den Bogen zu uns, zur Polizei. Denn hier sind die Ressourcen endlich. Der nächste Themenbereich, den wir der Politik ans Herz legen, schon eine ganze Zeit und auch weiterlegen wollen. Wir brauchen Spezialisierung in der Polizei, wir brauchen Entwicklung für die Kriminalpolizei. Da muss man einfach an der Zukunft arbeiten. Das beginnt beim Bachelorstudiengang, das beginnt damit, Kompetenzen auch über Externe einzukaufen. Aber, und das ist das größte Problem, auch als Polizei attraktiver Arbeitgeber zu sein. Auch in finanzieller Hinsicht. Wir verlieren viel Substanz, auch selbst an andere Behörden im Bund und natürlich an die Wirtschaft, die wir dann ganz, ganz schlecht ausgleichen können. Bitter notwendig, dort eine klare Perspektive zu bekommen, auch in Haushaltsfragen, weil auch wir investieren, das kostet Millionen, in die Technik, in die notwendige Software, um mithalten zu können. Vielleicht zusammenfassend, für Politik unsere Vorstellung, Cybercrime als das zu erfassen, was es ist, eine massive Herausforderung. Auf dem Weg sind sie, das ins gesamtgesellschaftliche Bewusstsein zu tragen, Investitionen zu fördern in die Firmen hinein, polizeiliche Prävention zu stärken, mit die Strafverfolgung zu stärken,
europäisch-internationale Zusammenarbeit. Cybercrime hat keine Grenze. Druck auf Unterstützung Staaten. Und natürlich auch die gesetzgeberische Seite mit dem Schlagwort, das immer kursiert, Vorratsdatenspeicherung, denn das Fehlen macht uns auch echte Sorgen. Insgesamt unkalkulierbar, kaum kontrollierbar, aber nicht hinnehmbar. Insofern müssen wir uns rangeben, das auf allen Ebenen anzugehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir waren uns, glaube ich, an fast allen oder an sehr, sehr vielen Stellen einig, dass mit der Vorratsdatenspeicherung, da müssen wir noch mal extra Panel zu machen. Aber das wissen Sie auch, dass wir da eine andere Haltung definitiv haben und die, glaube ich, auch, sagen wir mal so, beide Seiten haben sehr, sehr viele Argumente in dieser Frage. Und wir kommen dann eben zu dem Punkt, dass wir das nicht richtig finden. Aber wie gesagt, da sind wir auch in einem schon sehr, sehr langen Diskussionsprozess. So, ich moderiere aber, ich bewerte ja nicht, sondern gebe jetzt das Wort sehr, sehr gerne weiter an Manuel und freue mich auf deine Einführungsbemerkung. Ich höre dich nicht. Und ich weiß nicht, warum. Sie sind da nicht alleine. Es hat eben noch wunderbar funktioniert. So, was nun? Hier sieht es so aus, dass von der Zoom-Seite her alles freigeschaltet ist. Wir hören dich immer noch nicht. So, welcher russische Hacker hat sich da jetzt wieder dazwischen gehängt? Okay, gut. Ich habe mich nicht getraut, dem Techniker den Vorschlag zu machen, mal eben neu zu starten. Aber das hat er jetzt selber gemacht. Jetzt funktioniert es. Fantastisch. If you try turning it off and on again, ist doch so oft die Lösung. Das ist ja unglaublich. Vorhin haben wir gesprochen, dann hat die Session angefangen und schwupp bin ich mundtot gemacht worden hier. All diese fiesen Hacker oder die fiese Technologie. Ja, spielt jedem einen Streich. Gut, dann versuche ich es jetzt nochmal in Sprache mitzuhören. Danke, Herr Nemper, für die ausführliche Darstellung des Gesamtüberblicks. Ich versuche mich ein bisschen zu fokussieren lediglich auf den Schutz öffentlicher Einrichtungen und kritischer Infrastrukturen. Dazu aber vorab zwei, drei Worte zur AG Kritis, damit der Kontext auch ein bisschen klar ist, ist vielleicht noch nicht allen bekannt. Wir sind ca. 42 Fachexpertinnen in dem Bereich Planung, Bau, Betrieb, Beratung, Prüfung, alles Mögliche zu den beteiligten IT und OT, also Prozesssteueranlagen, Industriesteueranlagen und Produktionsumgebungen von kritischen Infrastrukturen. Und unsere Arbeitsgruppe ist vollständig unabhängig von Staat oder Wirtschaft. Wir vertreten also insofern lediglich als Interessensgemeinschaft die Versorgungssicherheit der Bevölkerung als Ziel, diese zu erhöhen, haben da also keine anderen Verbandlungen. Und im Endeffekt eint unsere Gruppe, dass wir durch unsere Arbeit in den kritischen Infrastrukturen unabhängig voneinander allesamt zum Schluss gekommen sind, so diese Ressourcen der Bundesrepublik auf Reaktionen von Cyber-Großschadenslagen oder Cyber-Vorfälle im Bereich kritischer Infrastrukturen reichen definitiv nicht aus, um die Auswirkungen der dadurch verursachten Krisen und Katastrophen zu bewältigen. Das hat ja im Endeffekt Herr Lemper so ein bisschen auch bestätigt, dass das alles immer schlimmer wird und sich die Spirale nach oben dreht und auch nicht optimiert. Und dazu haben wir natürlich dann gesagt, naja, machen wir uns mal Gedanken, was kann man tun? Und insofern sind wir erstmal
mit dem Gedanken drangegangen zu sagen, wir wollen nachhaltige Lösungen für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und dabei ist uns völlig egal, ob beispielsweise der Ausfall der Telekom zu den 110, 112 Notrufnummern zum Glück nicht durch einen Hacker passiert ist. Das ist demjenigen, der dann den Notruf wählen möchte, weil gerade der Sohn, die Mutter, wer auch immer einen Herzinfarkt hat und droht zu sterben, ziemlich egal, dass man sagt, oh, was ein Glück, es war nicht ein Hacker, sondern eine Fehlkonfiguration in der Software. Also insofern teilen wir diese Meinung dann beispielsweise nicht, dass wir sagen, was ein Glück, sondern wir müssen einfach eine konsequente Erhöhung, und da bin ich beim Herrn Lemper definitiv, dieser Resilienz, der Cyber-Resilienz, aber auch insgesamt der Resilienz kritischer Infrastrukturen hinbekommen. Und das ist der Fokus von uns, also wirklich die kritischen Infrastrukturen widerstandsfähiger gegen all diese riesigen Bedrohungen und Szenarien jeglicher Couleur vorzunehmen. Und das heißt dann aber auch, dass wir, ich sage jetzt mal deutlich unabhängiger auf das Ganze blicken und damit auch die Streureichweite der ganzen Fragestellungen eben dann auch diversifizierter betrachten. Ich stimme Herrn Lemper an sehr, sehr, sehr vielen Stellen zu. Das geht absolut in die richtige Richtung. Ein paar Ergänzungen hätten wir noch, die wir grundsätzlich als auch relevant erachten. Beispielsweise eine strikt defensive Cybersicherheitsstrategie für den Staat und die Wirtschaft. Und das bedeutet eben, dass wir diese offensiven Fähigkeiten und Maßnahmen nicht exorbitant ausbauen, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung eben nicht einführen, dass wir eben nicht sagen, wir suchen die Nadel im Heuhaufen, dann schmeißen wir doch mehr Heu nach, dann finden wir die Nadel bestimmt besser. Oder eben, wenn die Sicherheitsbehörden hoffnungslos überfordert sind mit all diesen Asservaten, die Terabytes an gruseligen Dingen darstellen, dass wir dann irgendwie sagen, ja, der Mangel an Personal ist dann leider Gott gegeben und dann können wir nichts tun, sondern dass wir sagen, wir müssen diese defensiven Sicherheitsstrategien erhöhen, damit eben nicht diese Tonnen an Asservaten anfallen und wenn dann immer noch einiges anfällt, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, diese strukturiert auszuwerten und zwar in einem Gesamtgefüge, wo das noch ausgewogen ist. Und das geht beispielsweise dann eben durch defensive Maßnahmen. Durch einen Stürmer kann man vielleicht Tore schießen, aber dadurch kann man sein eigenes Tor nicht sichern. Dafür brauche ich defensive Spieler, die eben weniger auf den Angriff fokussiert sind. Das haben wir aber in der Cybersicherheitsstrategie für Deutschland anders inzwischen kennengelernt. Da sind ja sehr viele offensive Maßnahmen definiert und vorgegeben worden, die man als Roadmap angehen will. Das halten wir für eine schlechte Strategie. Und was in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, ist, dass wir haben eine Sicherheitsbehörde, das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber es ist eben leider immer noch absolut nicht unabhängig und hängt eben in einer Abteilung, die sich gleichzeitig um Strafverfolgung, um offensive Fragestellungen, um sozusagen Täterverfolgung kümmern soll. Und gleichzeitig soll das BSI aber die Absicherung der Bürger machen. Und dann kommen solche Widersprüche wie Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung in einer Cybersicherheitsstrategie rein, wo man sagt, es gibt nur das eine oder das andere. Und einen Mix davon können wir einfach nicht haben. Das ist naturwissenschaftlich gegeben. Aber auch da sieht man die Ministerien, aber auch die Politik hört leider Gottes gefühlt immer weniger oder viel zu selten auf die Wissenschaft und Forschung oder eben auf Fachkundige in der Zivilgesellschaft. Das hat man auch in der IT-Sicherheitsgesetz 2.0-Debatte gesehen im Bundestag. Sechs Sachverständige, ich war ja einer davon, wurden eingeladen. Alle sechs haben sehr viel Kritik geäußert und das wurde dann mehr oder weniger mit einem Wisch auf Seite gelegt und gesagt, naja, wir machen im Wesentlichen das, was wir hier beschlossen haben. Da wird nicht mehr viel geändert, das ist schon gut so. Dann stellt man sich schon die Frage, wofür gibt es Wissenschaft und Forschung, wofür gibt es fachkundige Sachverständige, wenn man die dann eben doch nicht in dem Ausmaß nutzt, wie man es haben könnte. Dann haben wir noch die Fragestellung, wie steuern wir denn gegen diese fast Kannibalisierung, die Herr Lemper ja auch angesprochen hatte. Ne? Gegenseitig versuchen sich die Behörden teilweise auch die Leute abzuwerben oder die gehen dahin. Ist natürlich auch nicht schön. Die Wirtschaft leidet auch unter Fach,
Kräftemangel im IT- oder Digitalisierungsbereich, kritische Infrastrukturen natürlich auch. Und da kann man natürlich gegensteuern, wenn man eine digitale Bildungspolitik schafft. Und zwar in dem Sinne digital, dass man eben sagt, Schulen bekommen Glasfaser, Pädagoginnen bekommen Ausbildung, wie man digitales Wissen vermittelt. Sie bekommen eben eine Ausstattung, sprich Rechner oder Laptops und sogar E-Mail-Adressen. Im Jahr 2021 haben immer noch nicht alle Lehrerinnen in Deutschland eine E-Mail-Adresse, geschweige denn von einem Laptop. Und dann kann man eben hingehen und sagen, jetzt bilden wir die Leute aus und geben ihnen, keine Ahnung, ein Pflichtfach Informatik, Medienkompetenz, Algorithmen-Know-how. Und wenn wir das einfach mal 10 bis 15 Jahre getan haben, dann ist der Output eine kompetente und digitalisierte Gesellschaft, die eben aus dieser Industrienation Deutschland weg zu einer Informationsgesellschaft Deutschland kommt. Die sind wir nämlich schon, aber in der Bildungspolitik bilden wir eigentlich immer noch Fabrikarbeiterinnen aus. Und das würde sicherlich auch den Mangel in den Sicherheitsbehörden, aber insbesondere auch den kritischen Infrastrukturen beheben und auch die Schwachstelle Mensch natürlich ein bisschen reduzieren, weil jeder fachkundiger ist. Das Schwachstellenmanagement, wenn wir bei Schwachstellen gerade sind, ist, so wie es derzeit geplant ist, auch ein sehr schwieriges Thema. Das heißt, da setzen sich dann schlaue Leute zusammen und diskutieren darüber, welche Schwachstelle man temporär ausnahmsweise ein bisschen zurückhält. Wenn man das ein bisschen reifen lässt, die Mehrheit soll also gekümmert werden. Was will man zurückhalten? Normalerweise will man die interessanten Dinge zurückhalten, die wirklich kritisch und quasi einzigartig sind, die sogenannten Unicorns. Und das sind dann sicherlich auch Probleme, die eben kritische Infrastrukturen weltweit, aber auch in Deutschland betreffen können. Und Stand heute haben wir uns in der AG Kritis die Frage gestellt, welches Fachexpertengremium soll denn in der Lage sein zu beurteilen, welche Schwachstelle man temporär zurückhalten möchte, die garantiert nicht in kritischen Infrastrukturen in Deutschland oder in anderen befreundeten Ländern oder weltweit eingesetzt werden, die eben die Versorgungssicherheit bedrohen und damit einen Ausfall darstellen könnten, wenn man sie nicht behebt. Und das in den 10 Sektoren, die wir allein in Deutschland definiert haben, sind weit über 30 verschiedene spezielle Branchen. Und da sind so viele unterschiedliche Produktionskomponenten in einer sehr nicht einheitlichen Umgebung. Das kann man gar nicht im Risikolagebild vernünftig adressieren. Und da stellen wir uns eben auch die Frage, wie kann man ein solches Konstrukt aufsetzen und sagen, wir können das wirklich verantwortungsbewusst entscheiden, eine Schwachstelle da zurückzuhalten und die kritischen Infrastrukturen und damit die Versorgung der Bürgerinnen nicht zu gefährden. Dann geht das alles einher, wenn man so ein bisschen in den Zeitstrahl guckt. Wir haben eine ständige Befugniserweiterung. Das soll ja alles immer ausgewogen sein. Seit 9/11, das ist ja schon durchaus ein paar Jahrzehnte inzwischen her, gab es eine einzige Befugniserweiterung, die sozusagen wieder zurückgezogen wurde, das damalige Stopp-Zensursola-Gesetz, wo man ja gesagt hat, Kinderpornografie verschwindet, wenn man ein Stoppschild vor die Webseiten setzt. Natürlich passiert der Missbrauch immer noch und das Handeln mit diesen Daten, es werden weitere erzeugt und das hat man dann zur Abwechslung mal einmal einzigartig seitdem eingesehen, dass das keinen Sinn macht. Es gibt sicherlich noch viele andere Befugniserweiterungen, die, naja, nicht im Sinne der Resilienz und Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen sind. Da sollten wir dann auch aus beiden Sichtweisen drüber sprechen. Dann gibt es noch die Forderung, sagen wir mal, von der AG Kritis, eine Verpflichtung zum Responsible Disclosure. Wir erleben, dass die Sicherheitsforscherinnen-Community in Deutschland doch ganz schön vielen Risiken unterzogen ist, allein durch den Paragraphen 202c, StGB, teilweise auch D. Kürzlich wurden mehrere Sicherheitsforscherinnen sogar per Strafanzeige angezeigt, weil sie einen Fehler gefunden haben, wo mehrere hunderttausend Datensätze sozusagen sehr einfach und frei verfügbar waren, teilweise politische Daten der CDU, teilweise eben auch andere sensitive Daten von Bürgerinnen. Und der Dank war eben nicht, dass man sagt, ja, danke für die Meldung und wir schließen jetzt diese Lücke, sondern, oh, wir zeigen dich erstmal an. Und das kann ja nicht die
Strategie sein, wie man mit der Zivilgesellschaft, mit den fachkundigen Bürgerinnen geht, wenn man gleichzeitig einen Fachkräftemangel hat, sollte man ja eigentlich dankbar mit umgehen. Insofern würden wir uns schon wünschen, dass man in eine Richtung Verpflichtung, Responsible Disclosure für die Wirtschaft geht, aber eben auch sagt, man sollte gegen solche Menschen nicht vorgehen, sondern denen eher den roten Teppich ausrollen und sagen, vielen Dank für den Hinweis, denn das sind Dinge, die geschlossen werden und eben nicht Ransomware, Tätergruppen, die als organisierte Kriminalität brutal Millionen machen und da sozusagen auch immer wieder ihre Angriffe optimieren. Zuletzt noch eine Empfehlung, die wir sehen, Open Source, ein Software-Einsatz im kritischen Infrastrukturumfeld. Damit kann man natürlich auch viel Transparenz schaffen und Fortführung von Systemen und Landschaften, die viele Jahrzehnte im Einsatz sind und nicht nur ein paar Jährchen. Man tauscht vielleicht seinen Rechner alle 3 bis 5 Jahre aus. Die älteste Wasserpumpe, die ich in einem Pumpenwerk gesehen habe, hat sage und schreibe 70 Jahre auf dem Buckel. Und ich würde fast noch einen Kasten Bier darauf wetten, dass sie noch mindestens 50 Jahre läuft. Das sind Laufzeiten, die kann man nicht mit proprietärer Software oder mit einem Ingenieursbüro, was vielleicht 5, 6 Leute hat und in 30, 40 Jahren gar nicht mehr existiert, betreiben. Das ist ein Riesenrisiko, was durch diese weitere Globalisierung und Digitalisierung ja auch nicht besser wird. Also insofern könnte man durch konsequenten Open-Source-Einsatz da auch eine gewisse Transparenz schaffen. Letzter Punkt, wir setzen uns sehr stark ein dafür, dass es ein Cyber-Hilfswerk geben soll in Anlehnung an ein technisches Hilfswerk. Das war also, wenn wir eine Cyber-Großschadenslage in Deutschland haben, die bedingt ist dadurch, dass es einen Cyber-Angriff gegen kritische Infrastrukturen gibt, dass dann eben nicht nur das BSI Mobile Incident Response Team, was aktuell so circa 15 Leute hat, für ganz Deutschland eben unterstützt von den Sicherheitsbehörden, da zum Einsatz kommt und da dann immer diese Fachexpertengruppen Cyber, weil das sozusagen in den gesamten Polizeidienststellen einfach nicht in der Masse vertreten ist. Auch da haben wir ja einen Ausbildungsmangel sozusagen. Und da machen wir uns stark für, dass es dieses Cyberhilfswerk geben soll, sodass man ehrenamtliche und fachkundige Bürgerinnen ehrenamtlich dazu motiviert zu sagen, wenn eine kritische Infrastruktur angegriffen wurde, erfolgreich, dass dann eben nicht nur das BSI MIRT kommt und versucht zu helfen, sondern dass auch die Bürgerinnen in der Lage sind, eine gute Tat zu vollbringen. So viel erstmal von meiner Seite aus. Ja, gerade auch vielen Dank erstmal. Gerade auch das letzte Thema ist ja etwas, was uns auch schon mal beschäftigt hatte gemeinsam und was ich persönlich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt finde. So, jetzt haben wir, bis es weitergehen soll, noch 12 Minuten zusammen. Das bedeutet, ihr dürft jetzt gerne einmal in die Fragen, in das Fragen und Antworten Symbol in der Mitte, F und A, draufklicken, etwas reinschreiben. Irgendwo sieht man eigentlich, ob etwas reingeschrieben wird, oder ihr dürft euch auch per Handheben melden oder per Chat, würde ich jetzt auch mal erlauben, wenn sonst nichts passiert. Was habe ich noch Fragen? Ich finde das nämlich alles durchaus noch nachfragenswert. Okay, also ich erzähle einfach mal meine erste Frage. Schauen wir mal, ob noch eine dazukommt. Also wir hatten es vorhin, sagen wir mal, in verschiedenen Handlungsebenen und in verschiedenen Problemebenen, dass wir eigentlich die Voraussetzungen nicht wirklich haben, dass die öffentliche Hand in der Lage ist, sich sozusagen präventiv auf größere Angriffe einzustellen, beziehungsweise dass es natürlich, also ich meine, wir haben sozusagen diese ganzen Reaktionsstrukturen mit BSI und den ganzen CERTs und so weiter. Also es ist schon einiges da, das klang jetzt ein bisschen schlimmer, aber wenn wir uns anschauen, eine kleine Stadtverwaltung, Da gibt es nicht die Kompetenzen, da gibt es nicht die Leute. Wir stellen aber auch fest, dass es auch offensichtlich auf den übergeordneten Ebenen Schwierigkeiten gibt, fähige Menschen zu gewinnen, weil eben
kommen wir so ein bisschen in die große Diskussion rein über die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, weil wir eben in diesen ganzen gefragten Sektoren, das ist bei Ingenieuren genauso wie bei, also den, wir sehen das bei Straßenplanern, genauso wie im IT-Bereich, dass eben in der freien Wirtschaft deutlich mehr gezahlt wird und wir da teilweise einfach nicht mitkommen. So, und da ist so ein bisschen einfach die Frage, und sie ist ein bisschen, wenn so, ich habe sie jetzt ein bisschen größer gestellt, als ich sie eigentlich konkret stellen wollte, nämlich, was sind da eigentlich die, was sind da sozusagen die Voraussetzungen, die Notwendigkeiten, die wir als politische Seite noch verbessern könnten? Und die zweite Frage, die kommt jetzt übers Fragen-Antworten-Tool. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um bestehende Systeme abzusichern? Wie kann Sicherheit als Prozess, der alle betrifft, gerade in kleinen Kommunen umgesetzt werden? Ich glaube, das sind zwei Fragen, auf die Sie eigentlich beide gut antworten könnten. Und deswegen wäre vielleicht der Vorschlag, dass Sie das auch versuchen, in kurzen Worten auf beide Punkte zu beiden Punkten Stellung zu nehmen. Und genau, dann würde ich einfach Herrn Lemper Ihnen nochmal das erste Wort geben und dann gehen wir gleich weiter. Ja, vielen Dank. Also aus dem ersten Part habe ich mitgenommen die Frage, wie kann es uns denn gelingen in der öffentlichen Hand? Und das ist ja nicht nur Polizei, bei weitem nicht, sondern wir haben eben auch über die Verwaltung, die Stadtverwaltung gesprochen, die wesentliche Aufgaben vor Ort erfüllen müssen, wirtschaftlich mithalten. Also das eine ist natürlich die finanzielle Seite, ist keine Frage. Was wir hier bei uns merken, ist in vielen Aufgabenbereichen, auch in dem Bereich Kinderpornografie, den ich ansprach, aber eben auch hier im Bereich Cybercrime, dass viele junge Leute auch nach einem sozial adäquaten Arbeitsumfeld suchen. Und zwar nicht nur von der Gestaltung des Umfeldes her, ich sprach eben zum Beispiel von Homeoffice und Vereinbarkeiten, sondern auch von der Aufgabe her. Und insofern finden wir in den Bereichen, in denen man nicht absolut spezifische IT-Kompetenz braucht, sehr hochqualifizierte Leute für die Arbeit. Also gerade zum Beispiel im Bereich Kinderpornografie, sexueller Missbrauch. Für den IT-Bereich gilt das leider immer nur eine Zeit lang. So für erste Sporen, bis dann Interessen auch in der Familie wachsen, finanziell sich zu entwickeln. Und an dieser Stelle haben wir noch eins, womit wir punkten können, das ist tatsächlich ein dauerhaft sicheres Beschäftigungsverhältnis schaffen. Das geht über Verbeamtung. Das tun wir derzeit im Einzelfall, ist aber sicherlich kein breit verbreitetes System, das Bundeskriminalamt beispielsweise, ja, nun auch mal Polizei und öffentlich, die sind eine ganze Nummer weiter. Die sind eine ganze Nummer weiter, bieten dann auch Fachkarrieren. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist neben den Anreizen zum Arbeitsumfeld, zur Sozialverträglichkeit oder auch sogar gesellschaftlich wertgeschätzten Tätigkeit eben auch der finanzielle Rahmen bedeutsam. Was der zweite Teil angeht, Möglichkeiten, Systeme abzusichern, dazu gehört als erstes aus meiner Sicht überhaupt die Einsicht in die Problematik. Dann natürlich die Kompetenzfrage, die in der freien Wirtschaft aber dann jeweils ja auch eingekauft werden kann, um erstmal überhaupt über Dienstleister die Sicherheiten zu schaffen. Thematiken, wie sie Herr Artuk angesprochen hat, dann Kompetenzen in der Gesellschaft mitzunutzen, habe ich jetzt im Moment noch nicht die Vorstellung, wie man das in diesen Zusammenhängen für systematische Systemabsicherungen einbringen kann. Und der eine Aspekt, der letzte Aspekt war, auch da über staatliche Unterstützungen, Anreize nachzudenken, um Möglichkeiten zu schaffen und auch da Investitionen zu ermöglichen. Wir machen das ja zu einem Thema, das bei Ihnen ja ganz groß auf der Tagesordnung ist, wo Sie auch an jeder Stelle meine Unterschrift unterbekämen, rund um unser Klima, mit allen möglichen auch Anreizen. Fangen wir beim Hausbau an, in vielen anderen Bereichen.
Und IT-Sicherheit, Digitalisierungssicherheit ist, glaube ich, nicht so hoch anzusehen, gar keine Frage, aber doch auch ein enorm wesentliches Thema, wo man da möglicherweise auch Anleihen nehmen kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde, Leute, wir haben jetzt genau noch 5 Minuten. Deswegen könnte es jetzt ein bisschen voll sein mit den Fragen, die jetzt noch reingekommen sind. Soll ich denn auf die 2 Punkte noch eingehen oder sollen wir? Ich würde dir fast die Fragen gerne, du kannst sie, glaube ich, kursorisch mit Stichworten auch beantworten. Das würde mich freuen. Das wollte ich jetzt nicht abwürgen, sondern einfach nur den Hinweis geben, dass jetzt noch mehrere Fragen reingekommen sind und ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr unter. Vielleicht die eine Frage, da könntest du, glaube ich, noch gut was zu unterbringen, Manuel, KI-Einsatz zur IT-Sicherheit sinnvoll oder nicht? Da hätte ich gerne ein 3-minütiges Kurzreferat von dir. Das kriege ich kürzer hin. Dann beantworte ich alles 3 in den okay. 2,5 Minuten, brauche ich noch nicht mal. Also vielleicht, wie kann man Kommunen schützen als Politik? Ich denke, dass, also das eine habe ich ausführlich dargestellt, ne? Bildungspolitik, da müssen wir ran. Wenn, Herr Lemper auch sagte, die KMUs, denen kann man nicht irgendwie kommen mit, wir machen jetzt Awareness. Die sind alle aware, ja, aber die interessiert das Risiko nicht und die haben das Verständnis nicht. Und dann muss man mit Bildungspolitik ran und der Gesamtmasse von Menschen in Deutschland einfach erklären, was Sache ist. Und das haben ja andere Länder schon vorgeführt, Dänemark, Israel oder Estland. Und da sind die Leute affin, weil sie das im Unterricht schon gelernt haben und die sind digitalisiert, die verstehen sowas dann auch. Was man auch machen kann, ist beispielsweise so eine Art gemeinschaftlicher Problempool als Lösung. Kommunen sind nun mal leider auf verlorenem Posten am Ende der Kette in einem globalen Cyberraum, wo alle zusammen sind, also alle Fiesen, alle Guten, alle Spione, alle Terroristen, alle Nachrichtendienste, weiß der Kuckuck. Dann muss man vielleicht auch als Kommune hingehen und sagen, naja, ich kann mir jetzt nicht 10 Incident Response Experten und Sicherheitsexperten, Expertinnen leisten, aber ich kann sehr wohl ein paar tausend Euro pro Jahr auf Seite legen und dann können wir ein gemeinsames Kommunalzert bauen und das ist dann wie eine Versicherung als Schadenspool und springt dann ein bei denen, die Hilfe brauchen und alle anderen haben sozusagen die Absicherung. Das ist ein gemeinschaftliches Miteinander. Dieses kann man auf allen Ebenen, also Kommune, Landkreis, Bundesland bis hin zur Bundesrepublik machen, sehen wir leider eher so, dass es immer ein kleines Verantwortungsfeld gibt, wo jemand zuständig ist und das wird dann definiert. Und dann haben wir nämlich eine ein Cyber-Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion und jeder ist nur für sich zuständig und ist dann aber leider nicht im Gesamtblick auf diesen Gesamt-Cyberraum. Und wie sichert man Systeme ab, war ja die andere Frage, wie als Prozess oder so. Ja, ich habe ja gesagt, die Awareness ist da, aber das Risiko haben die Leute nicht verstanden. Und Sicherheit ist ein Prozess und kein Einmalzustand. Und dann muss man auch kontinuierlich dieses Risikoverständnis transportieren und nicht mehr Awareness-Maßnahmen ergreifen. Denn das greift inzwischen zu kurz. Das heißt, es muss wirklich ankommen, was ist das Risiko, wenn ich das als Unternehmer verstanden habe. Also wirklich zu einem KMU gehen und sagen, nicht sagen, hier, du musst deine Daten verschlüsseln und schützen, sondern sagen, was machst du denn, wenn die ganze IT nicht mehr tut und morgen keine Rechnung mehr schreiben kannst? Und das jetzt einfach mal für 2 Wochen. Dann macht er dicke Backen und versteht, oh, das ist doof. So, und dann hat er sein Risiko verstanden für die IT. Also das ist der große Unterschied, aber das machen tatsächlich viele immer noch nicht. Und KI in IT-Systemen, ja gut, ist einfach, KI wäre starke KI, also eine Blackbox, wo man Daten reinpumpt und eine Entscheidung rausfällt, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Diese starke KI haben wir nicht. Die gibt es noch nicht und die wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben oder Jahrzehnten sogar. Schwache KI ist im Endeffekt nur Machine Learning und Machine Learning ist nichts anderes als ich pumpe Testdaten rein und daraus bildet sich eine Meinung, die kann ich aber jederzeit nachvollziehen und ich kann sie natürlich beeinflussen durch die Testdaten, die ich reinpumpe.
Das ist beispielsweise in den USA passiert bei Polizeidienststellen, die gesagt haben, naja, wir nehmen jetzt mal Los Angeles und pumpen da als Predictive Policing KI, also Machine Learning, und versuchen jetzt zu sagen, damit können wir vorhersagen, wo was passiert. Und erstaunlicherweise waren also die Vorhersagen alle in den Gebieten, wo eben farbige Menschen leben, weil, die Polizeibehörden da haben einen bestimmten Bias, einen bestimmten Filter und haben tendenziell dort eben verfolgt. Und dann sagt die KI natürlich, ja, dann verfolg mal da weiter, weil das liegt ja auf der Hand in der Statistik. Das heißt, das ist tatsächlich aktuell noch ein Irrweg, da muss man Forschung reinstecken, KI so weit zu bekommen, dass die Eingangsdaten auch neutral sind und nicht vorgefiltert sozusagen durch unser Tun. Und dann könnte man die nutzen. Aber ich sage schon, könnte, das ist Stand heute, ein Irrweg. Und hat Los Angeles auch erkannt und damit das Predictive Policing nach fehlerhaften Einsätzen auch wieder abgeschaltet und gesagt, ja gut, bringt aktuell nichts. Da sind die Hersteller groß beim Versprechen, aber leider nicht so groß bei der Leistungserbringung. Okay, das ist eine Erfahrung, die machen wir im IT-Sektor eigentlich immer. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es tut mir leid, dass wir jetzt einige Fragen nicht nochmal aufrufen konnten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diesem Problem Abhilfe bereiten, dadurch, dass wir einfach nochmal einen extra Termin anbieten zum Thema, weil das ist ein großes Interesse gab im Rahmen jetzt vom Grünen Polizeikongress am Thema Cybersecurity und Cybercrime. Das hat mich persönlich sehr gefreut und das motiviert uns da, glaube ich, nochmal auch ein weiteres Angebot zu machen. Dafür ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Hans-Josef Lemper und an Manuel Artuk, für dass sie uns heute Abend am Ende einer langen und wahrscheinlich auch bei Ihnen anstrengenden Woche zur Verfügung gestanden haben, um im Rahmen von unserem Polizeikongress mit uns zu sprechen. Und für alle, die jetzt noch zum Abschlusspanel gehen möchten mit Irene Mihalic, Michael Früchte und Philipp Krüger, ihr müsst den Anmeldelink, den ihr heute dann schon ein paar Mal benutzt habt, noch einmal in eure Browserzeile kopieren und dann drücken und da das Zoom-Meeting starten. Und ich darf mich einfach für heute Abend ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Panel und wünsche eine wunderbare Abschlussdiskussion und dann ein schönes Wochenende im Anschluss. Herzlichen Dank.